Also Rio Las Vegas, stell mich zum Liefer und jetzt geht's los. Meine Damen und Herren, ihr wisst alle, das ist lange bekannt, zum Zaubern braucht es Fingerfertigkeit. Fingerfertigkeit könnt ihr alle da mitmachen, ein bisschen hängbarem Reiben, alle die Hänge führen haben, die locker entspannen und jetzt Achtung, und hingerund, raus und hingerund, raus und hingerund, raus und entspannen. Meine Damen und Herren, ich zeige euch jetzt hier vor euren Augen. In diesem Ehrmut, kein fauler Trick, kein doppelter Boden, alles geht mit normalen Dingen zu und her. Nichts ist vorbereitet, kein fauler Trick. Ebenfalls hier, ein Ehrmut ist so wie er ist. Hier geht etwas rein, hier geht etwas raus. Das ist wesentlich für den entsprechenden Trick, der jetzt kommt, meine Damen und Herren. Ich frage noch einmal, seid ihr bereit? Ja! Das kann ja auch gehen. Konzentration! Das ist meine Choreografie und jetzt zeige ich sie dir, meine Damen und Herren. Ich mache das auch jetzt zweimal, weil es so gut ankommt. Magic, magic, magic. Meine Damen und Herren, jetzt kommt der grosse Moment. Hier ist der Zauberstab. Und vor euren Augen wird es mir gut verzaubert. Und was denkt ihr? Was kommt aus dem Hut? Der wechselt euch. Schön gut! Magic, magic, magic. Moment. Meine Damen und Herren, alles geht mit rechten Dingen zu und her. Was kommt aus dem Hut raus? Ihr werdet es nicht glauben, es ist... Nein, ist ein Fingerhut! Nein, ein Fingerhut. Aus dem Hut ist ein Fingerhut rausgekommen, vor euren Augen verzaubert, meine Damen und Herren, und vor euren Augen ist er verschwunden. Er ist weg. Er ist unter dem Herzen. Und nachher, meine Damen und Herren, sind wir extremer. Er ist weg. Er ist unter dem Hemd. Und sind wir viel extremer. Er ist weg. Er ist nicht unter dem Hemd. Magic. Bruno! Meine Damen und Herren, das war der erste Trick. Das war der erste Trick von meinem 2,5 Stunden Programm. Ich bitte, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist schon mal 5. Nehmen wir nicht zusammen. Sonst müsst ihr jetzt schon in die Bar rüber. Oh Mann, Baby. Okay, kein Problem, meine Damen und Herren. Jetzt holen wir wieder. Nein, Moment, die Leute laufen mir schon davon. Nein, 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 da ist es gemerkt. Nur noch, du darfst in die Bar. Also, übrigens, nicht nur die ist Nummer 5 da auf der Bar. Alle können in die Bar. Wer will keine Bar? Jetzt schon. Vor meiner Show, während meiner Show, wer wollte ein paar machen kann. Das heisst, alle anderen sind voll begeistert, meine Show zu besuchen. Ja, perfekt, weil jetzt, meine Damen und Herren, kommt der Trick des Schmerzes. Vorhin losen Trick des Schmerzes. Trick des Schmerzes. Also, meine Damen und Herren, es ist so, wir dürfen hier könnte ein bisschen eine Reaktion kommen, gemeinsam. Ich sage Trick des Schmerzes, alle machen Ich sage es nochmal, Trick des Schmerzes. Trick des Schmerzes. Wenn es noch ein bisschen dramatischer wird, würde ich sagen. Nein, nicht du. Gut, gehört eigentlich dazu.
Oder ist der einfach reingelaufen? Also nein, das ist noch ein dramatischer Weg, würde ich vorschlagen. Und der Buri macht noch. Yes, ist Gott! Ja, so ein bisschen Hollywood-Style, meine ich. Das geht mit mehr Fahrt, mit Bockenfahrt. Ja, die wollen immer für den besten Fünf, weißt du? Achtung, es geht los. Achtung, Konzentration! Jetzt kommt der Spruch! Jetzt kommt er! Der Trick des Schmerzes! Es war okay, es war nicht aha, es war Jesus Gott, aber schon. Es war Texthänger, das ist ganz geil. Also, es geht weiter mit der entsprechenden gefährlichen Musik. Ich bin spitzig und eng und scharf.
Und Achtung, meine Damen und Herren, ich habe es überlassen. Und Achtung, Magic, Magic, Magic Crew. Müssen wir machen, meine Damen und Herren.